Hier sind wir am 11. nördlichen Breitengrad in Südindien. Das ist ein ideales Wetter für Kaffee. Und es gibt Gebiete in Südindien, die Berge von Kaffee sind. Ich meine, sie bauen hier Kaffee an. In meiner Jugend habe ich viel Zeit in Coorg verbracht, und diese Berge sind mit Kaffee bedeckt. Dies ist Kaffeeland. In ein paar weiteren Monaten, irgendwann im Februar, Januar und Februar, geht der Kaffee in Blüte. Wenn die Kaffeepflanzen in voller Blüte stehen, färbt sich der ganze Berg teilweise weiß, wegen den weißen Blüten, jasminartigen Blüten. Und obwohl die Bohnen belebend sind, ist der Duft der Kaffeeblüte absolut berauschend und bezaubernd. Es ist sehr schwierig, diese Erfahrung zu erklären oder in Worte zu fassen. Viele Male habe ich es gespürt, und vor ein paar Jahren habe ich ein paar Leute mitgenommen, von denen ich wollte, dass sie dies kennen und erleben. Auf dem Kaffeeberg oder einer Kaffeeplantage, wie sie genannt werden, war es unvermeidlich, dass ich etwas über Kaffee schreibe. It was inevitable, I had to pen something about coffee. Being in Tamil Nadu now, though not much coffee is grown. Obwohl hier in Tamil Nadu nicht viel Kaffee angebaut wird, außer in Yerkaud, in der Nähe von Salem, sind die Tamil-Menschen Kaffeetrinker. Sie wachen nicht wegen der Sonne auf, sondern vor allem wegen des Kaffees. Und sie haben sozusagen eine Meisterschaft in dem Gebräu erlangt. Wahrscheinlich ist der Filterkaffee aus Tamil Nadu der beste der Welt. Sie haben ein System entwickelt, um das Beste aus dem Kaffeebohnen herauszuholen. Selbst wenn man ihnen sehr minderwertigen Kaffee gibt, werden sie großartigen Kaffee produzieren. Hier ist eine Ode an den Kaffee. Eine Ode an den Kaffee. Wie das Samenkorn nicht die Form des Baumes verrät, so verrät die Unschuld des kindlichen Gesichts nicht den Weisen oder den künftigen Zauberer. Die weiße Schönheit einer Blüte, deren Duft mit dem des majestätischen Jasmins wetteifert, verrät nicht das versklavende, wahnsinnige Gebräu deiner Bohnen. Die Hälfte der Welt hat sich dir ergeben, die andere Hälfte weiß entweder nichts von deiner Magie, oder ist asketisch geworden und weigert sich, sich dir zu unterwerfen. Von all dem menschlichen Erfindungsreichtum, bei der Gewinnung von Vergnügen und Nahrung von Mutter Erdes Brust, stichst du als der eine hervor, der einen wilden Glauben von unlöschbarer Art inspiriert. Überschattet hast du den Herrn des Lichts. Überschattet hast du den Herrn des Lichts. Denn für die Gläubigen bedeutest du den Tagesanbruch, nicht die Sonne.